Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe noch die TV- und Streaming-Tipps für euch und für mich vom Freitag, den 28.04. bis zu meinem Geburtstag, den 1.05. und einen Ausblick auf die kommende Woche. Jo, ich bin auf der Buchmesse, das heißt, 90% davon werde ich nicht gucken können. Aber ich werde unterwegs mal reinschauen, also gerade hier bei der Formel 1 und sowas, da werde ich mal reinspickern. Und abends bin ich ja eh wieder zu Hause. Genau, also Freitag, zweite Bundesliga, ab 18 Uhr 2 Spiel auf Sky Wow. Dann haben wir die Formel 1 und 2 aus Baku auf Sky Wow. Ab 9.05 Uhr das Training der Formel 2, ab 11.15 Uhr das Training der Formel 1, ab 13 Uhr Quali Formel 2 und ab 14.30 Uhr das Quali der Formel 1. Samstag, erste Bundesliga ab 15.15 Uhr, 5 Spiele auf Sky Wow. Und da ist unter anderem das Spiel zu sehen, RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim. Und ab 17.30 Uhr ein Spiel auf Sky nochmal. Zweite Bundesliga, 12.30 Uhr, 3 Spiele und ab 20 Uhr auch nochmal ein Spiel. Dann wieder die Formel 1 und 2. Da haben wir ab 10.15 Uhr der Sprint Shootout. Also eigentlich zweites Training, ich habe keine Ahnung mehr, ich blicke nicht mehr durch. Auf jeden Fall, so steht's da. Dann noch ab 12.50 Uhr das erste Rennen der Formel 2 und ab 14.45 Uhr der Sprint der Formel 1. MotoGP kommt auch noch aus Spanien ab 10.40 Uhr auf Servus TV und ich bin mal gespannt, weil die haben ja da momentan die Hitzewelle bis zu 40 Grad und solche Späße. Uha, das ist schon ganz schön anstrengend, denke ich mal. Dann haben wir noch Musik, da freue ich mich auch sehr drauf, aber kann ich auch wieder nicht gucken. Ab 17 Uhr MTV Yearbook 1990 bis 1994. Also verschiedene Musikmixe. Und Show abends dann The Masked Singer auf ProSieben, das Halbfinale. Und ich hoffe endlich, dass dieses blöde Toast rausgeht. Endlich, bitte. Furchtbar. Sonntag, die zweite Bundesliga, 13 Uhr, 3 Spiele auf Sky Wow. Formel 1 und 2, da haben wir ab 9.25 Uhr das zweite Rennen der Formel 1 und ab 12.55 Uhr das erste Rennen. Jo, MotoGP haben wir dann auch noch ab 11.20 Uhr auf Servus TV und dann, wie gesagt, Musikfortsetzung ab 8.15 Uhr 1995 bis 2005. Ja, 1. Mai ist natürlich mein Geburtstag, aber da habe ich jetzt kein besonderes Programm, auch wenn es Feiertagprogramm ist, auch nichts gefunden, was mich jetzt so reizt, deswegen, boah. Dann haben wir noch eine Vorschau vom 2. Mai bis zum 5.5. Am 2. Mai kommt dann der DFB-Pokal. SC Freiburg gegen RB Leipzig. Da könnt ihr schauen auf ZDF. Mittwoch, den 3.5., da haben wir dann auch nochmal DFB-Pokal und zwar VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt auf ZDF oder auf ARD. Da bin ich mir unsicher gewesen. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Ich glaube, ARD muss dahin. Am 4.5., den Donnerstag, wieder Germany's Next Topmodel. Am Donnerstag kommt auch noch ab 20.30 Uhr Anime-Hits auf MTV. Mal schauen, ob ich vielleicht mal reingucke. Freitag, den 5.5. ab 20.15 Uhr. Ich würde es Kategorie 12 zählen. Escape Room auf ProSieben. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Und zuletzt noch 20.20 Uhr Fantasy Island auf ProSieben. So ein Horrorfilm. Ich kenne den Film nicht. Ich habe einfach mal rausgeschrieben. Mal schauen. Man kann ja mal rein. Ja, damit wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin, wie gesagt, noch den nächsten Tag auf der Buchmesse. Meine Füße, die sehen aus. Ich bin gestern am Donnerstag über durch die ganzen Hallen gelaufen. Wirklich jede Halle. Oh. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch. Da in den Kommentaren könnt ihr eure TV-Tipps gerne schreiben. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, alles Liebe, lasst es euch gut gehen und viel Spaß, was auch immer ihr macht. Bis dann. Tschüss.